Ganz langsam, Luigi. Da vorne ist der Polterpinscher. Und er hat den Uhrzeiger. Den brauchen wir. Langsam. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2 HD. Hier auf Katze. Immer wieder lustig, wenn Luigi Hallo sagt. Und vor allem dieses zitternde, fast schon gruselige Hello. So, es geht für uns weiter hier in der, wie heißt das Level noch gleich? Ingenieurshof, jetzt aber. Und hier jagen wir gerade den Polterpinscher. Doch zuvor gibt es hier noch einen ganz kurzen Ausflug in die Frachthalle zurück. Denn es müsste hier noch etwas Spannendes für uns geben. Und zwar hier. Bei all den Geistern. Nein, der ist jetzt weg. Aber den haben wir soeben wieder sichtbar gemacht. Okay. Da ist er nämlich. Haha. Glaubst du etwa, du könntest den großen Budini einsaugen? Ich entkomme jeder Schlinge. Das ist Budini. Budini. Stehen bleiben, Budini. Große Zauberer. Budini. Und den werden wir jetzt mal ganz kurz einsaugen. Nachdem er mal durch die Gegend geschleudert wurde. Schön durch die Gegend gebounced. So. Sichtbar gemacht. Und alle guten Dinge sind in dem Fall zwei hoffentlich. Das sollte ausreichen, um ihn außer Gefecht zu setzen. So, komm schon. Immer so lustig, wie die Buhus dann verwirrt schauen, wenn sie dann kurz vor dem Einsaugen sind. Okay. Jetzt rasen wir weiter auf dem Weg, den Polterpinscher ausfindig zu machen. Der Polterpinscher ist ja, wie gesagt, im Englischen auch Polterpup genannt. Der Geisterhund von Luigi. Jetzt in Teil 2 ist es aber noch nicht Luigis Hund, sondern einfach nur ein frecher Geist, der aber sehr, sehr freundlich gegenüber Luigi ist. Ganz anders als die anderen Geister, denen wir schon begegnet sind. Naja. Aber es gibt, glaube ich, in jedem Luigi's Mansion-Teil einen freundlichen Geist. In Teil 2 bisher nur der Polterpinscher, vielleicht gibt es noch einen anderen. Wir werden sehen. In Teil 1 war das, wenn mich nicht alles täuscht, die Wahrsagerin, die sich dann auch freiwillig einsaugen lässt. War das nicht so? Schon lange her, als ich Teil 1 gespielt habe. Und in Teil 3 ist das der Regisseur. Auf Ebene 5 müsste das gewesen sein. Das Filmset. Da sagt er am Ende, hey, mein Film ist mir gelungen. Dank dir, mein lieber Luigi. Und ich glaube, er lässt sich per se nicht direkt einsaugen. Aber ihr könnt sagen, weißt du was? Du kannst zwar in deinem Büro an deinem nächsten Film arbeiten, aber ich kann dir auch einsaugen, um die 100% zu haben. Wobei, man kann das auch jederzeit nachholen. Ihr könnt die theoretisch auch erst einmal in Ruhe lassen. Ganz wie ihr lustig seid. Okay. Ich meine, ich kann euch jetzt schon mal so ein Mini-Fazit geben. Luigi's Mansion 2 ist toll. Vor allem, weil ich das jetzt zum ersten Mal spiele. Aber ganz klar ist mein Favorit Teil 3. Weil ich diese Aufteilung in einzelne Level ein bisschen komisch finde. Also man gewöhnt sich dran, so ist das Spiel eben aufgebaut. Aber in Teil 3 war alles aus einem Guss. Es gibt aber auch Nachteile. Zum Beispiel könnte ich jetzt die ganzen Endbosse nicht nochmal wiederholen in Teil 3. Ich müsste also das Spiel einfach von vorne spielen. Das kann ich hier aber schon, dadurch, dass es eben in einzelne Level aufgeteilt ist. Hast du seine Vor- und Nachteile. Na gut. Einmal da rein. So ein Boss-Rush-Modus wäre cool gewesen für Teil 3. Hier in Teil 2 weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber unabhängig davon kann man ja, wie gesagt, das jeweilige Boss-Level einfach wiederholen. Und dann kann man diesen Bosskampf erneut bestreiten und erleben. So. Dann geht's wieder nach oben für uns. Auf der Jagd nach dem Polterpinscher. Und der könnte sich jetzt vielleicht hier irgendwo im nächsten Raum befinden. Aber gut Ding will Weile haben.
Nicht übertreiben. Alles schön langsam angehen, nochmal gründlich erforschen und möglichst viel Gold einsammeln, damit Luigi auch schon bald sein nächstes Upgrade bekommt. Für das nächste Upgrade benötigt er allerdings 20.000 Münzen. Wir sind jetzt ungefähr bei 13.000? Also so schnell wird das nicht gehen, da werden wir bestimmt noch 5-6 Folgen brauchen, bis wir diese Anzahl an Münzen besitzen. Aber ja, alles mit der Zeit. Alles, was gut ist, braucht eben auch seine Zeit, nicht wahr? So wie mit allem. Ihr kennt das ja aus der Schule. Wie mit dem Lernen. Man kann ja nicht von heute auf morgen plötzlich alle, keine Ahnung, Vokabeln auswendig können. Oder gelernt haben. Oder im Sport ist es auch so. Man kann nicht von heute auf morgen plötzlich, weiß nicht, perfekt Fußball spielen oder tanzen, was auch immer. Alles braucht seine Zeit, braucht seine Übung. Und zwar kann man hier, also man kann jetzt hier in Luigi's Mansion zwar in dem Punkt jetzt nicht von einer Übung sprechen, das Sammeln von Münzen für das nächste Upgrade, aber eben von der Zeit, die man braucht, um peu à peu, Stück für Stück, eben alles einzusammeln, alle Münzen zu besitzen, um dann die nächste Fähigkeit freizuschalten. So, jetzt muss ich zum Polterpinscher rüber. Und das ist heikel. Nicht einfach. Und der wartet aber ganz lieb auf uns. Nö, erschreck ihn doch nicht. Was für ein fieser Geist. Na toll. Da kann ich auch noch durchschauen. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Was ist hier eigentlich? Waren wir hier schon mal? Warum kann man hier wieder zurücklaufen? Oder ist das ein extra Bereich? Ah, nein! Abgestürzt. Zumindest ist das Spiel an dieser Stelle fair und ich darf das einfach nochmal versuchen, ohne dass ich jetzt im unteren Raum feststecke und erstmal wieder nach oben laufen muss. Sehr schön. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, das war falsch, oder? Ah, ne. Hier ist noch eine. Da ist das Sternjuwel! Aha. Wir haben wieder alle, bis auf das eine. Aber das habe ich euch ja bereits erklärt, wo das zu finden ist. In dieser kleinen Höhle, bei der Sandgrube. So, ganz vorsichtig. Und rüber. Gut Ding will Weile haben, sagt man doch. Alles mit der Zeit. Okay. So, Polterpinscher, wo versteckst du dich? Der ist da. Durch den... Ja, durch die Tür. Oh, bitte nicht in der Förderhalle. Aber wo genau? Hier in der Förderhalle. Hier links schon, okay. Das geht noch. Ich dachte, wir müssen den ganzen Raum nochmal machen. Schmelzraum. Ey, lass den Polterpinscher in Ruhe. Fieser grüner Geist. Na, komm her. Och, nee. Einfach abgehauen. Und der Polterpinscher ist jetzt auch weg. Der war aber hier. Der war hier. Und dann ist er darüber gelaufen. Oh nein! Oh oh. Der grüne Geist hat wohl seine Freunde mitgebracht. Na, euch strahle ich alle an. Na, so hat es nicht geklappt. Ah, Moment, was mache ich denn da? Zielen, zielen, Luigi. So nicht, so nicht. Noch einmal richtig. So, jetzt. Ja, zumindest die roten habe ich erwischt. Achtung, der grüne will mich attackieren. Warum habe ich jetzt den einen da losgelassen? Und der hat natürlich unendlich Leben. Also ich brauche diesen roten Druck. So, und jetzt. Jetzt habe ich den roten irgendwie freigelassen oder fallen gelassen. Na gut. So, jetzt habe ich ihn aber. Und der grüne fehlt noch. Der hat aber ja nicht so viele Leben, wie wir wissen. Der ist also schnell eingesaugt. Geschafft. Uiuiuiuiui. Der arme Luigi, der hat es wahrhaftig dich nicht einfach. Also, Polterpinscher, wir kommen! Da ist er, da ist er, da ist er! Natürlich direkt in den nächsten Raum rübergesprungen. Jetzt sind wir wieder hier im Lagerhof. Oh, und hier müssen wir erstmal wieder dieses kleine Roboter-Rätsel da lösen, oder? Also das Ganze wieder füllen mit kleinen, ja, Robotern eben. Damit wir rüberkommen, diese dann zum Explodieren bringen und anschließend können wir durch die Tür.
Denn diese, ich sag mal, ja, es ist keine Hebebühne, es ist ja ein Flaschenzug, der hier in Kraft tritt. Und ich habe hier die Möglichkeit, okay, 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 oh, ist wieder zurückgelaufen. Okay, Polterpinscher, du machst uns das Leben schwer, weißt du das? Na gut, also hier durch, ist wieder zurückgelaufen, muss schon wieder hier durch. Ein Hin und Her, meine Lieben, ich sag euch, wie es ist. Luigi, du schaffst das schon. Und noch einmal. Das bringen wir zum Explodieren. Dann fährt die andere Seite herunter. So. Dadurch, dass das Gewicht eben nicht mehr gegeben ist. Und jetzt muss ich den einsaugen. Nicht erschrecken, einsaugen. Nein, zu früh aktiviert. Oh, wahrscheinlich ist das jetzt so ein Hin und Her, oder? Bis ich mit Luigi ihn einmal erfolgt... Ah, nee. Okay, der ist jetzt hier nach links gelaufen. Ja, ich muss den einmal mit Luigi erfolgreich erwischen. Und dann kann ich ihn einsaugen. Den fiesen, fiesen Polterpinscher. Und der ist zum Schmelzofen gelaufen. Was machst du denn im Schmelzofen? Lässt du dich schmelzen? So, jetzt aber! Meine Chance! Ihn einzusaugen und somit auch den kleinen Zeiger zu bekommen. Denn darum geht's am Ende des Tages. Schnell, schnell! Ah, nee, okay. Erstmal die Goldbarren holen, weil nachdem ich den Zeiger eingesammelt habe, ruft ja für gewöhnlich sofort der Professor an. Ja, natürlich. Wie immer, wir kennen das Spielchen bereits. Hallo? Gut gemacht, Luigi. Besser ein schmusiges Hündchen als ein bissiger Poltergeist, oder? Ich hole euch flugs zurück. Einen Augenblick nur. Sehr schön. Ich muss sagen, insgesamt waren wir verhältnismäßig schnell in dieser Mission, oder? I did it. Mission abgeschlossen. Schauen wir uns das Ergebnis mal genauer an. 17 Minuten 26. Das gibt eine Bronzemedaille, okay. Geht also auf jeden Fall schneller. Gut, ich muss sagen, der Polterpinscher, der konnte mich erfolgreich veräppeln. Dadurch, dass wir immer wieder den Raum gewechselt haben. Da hätte ich mich auf jeden Fall besser anstellen können. Aber auch ich muss üben. Auch ich bin natürlich nicht perfekt in den Videospielen. Zum Glück nicht. Wäre sonst langweilig. Da bist du ja. Fabulöse Arbeit, wie immer. Nun denn, zeig er mir den Zeiger. Ja, schauen Sie mal. Puh. Gut, dass das Hündchen ihn nicht völlig zerkaut hat. Ich dachte schon, ich müsste die Sache wieder eigenhändig zurechtbiegen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Keine Ahnung, was die vorhaben. Fein. Dann weiter im Programm. Schick deine Geister schnell hinab ins Gehege, ja? Aber natürlich. Zack. Und einmal alles übertragen. Neues Juwel. Hier haben wir Budini. Den Spezialgeist und ja, ich habe jetzt nicht viele Reichtümer angesammelt in dem Level. Ach so, ja stimmt, der Poltergeist, also Polterpinscher, der schlägt wieder den Professor ab und flieht. Dachte ich mir schon, wenn ich ehrlich bin. Oh Luigi, du Armer. Heiliger Leinenriss, nicht schon wieder. Wie kann dieser kleine Strolch bloß immer und immer wieder aus dem Schreckweg 0915 entkommen? Ach, sei's drum. Suchen wir lieber das letzte Uhrenbauteil, das Kurbelrad. Damit kannst du die Uhrzeiger drehen und das Uhrturmtor endlich öffnen. Ich brauche ein Sekündchen, um das Rädchen zu orten. Mach doch so lange Pause. Okay, mach ich. Und sie? Hey, Pause habe ich gesagt. Los, an die frische Luft. Ja, ja, okay, okay. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt zu tun ist. Also klar, ich weiß, was wir machen müssen, aber ein Bauteil fehlt uns noch. Dann ist die vermaledeite Uhr endlich repariert. Und weißt du was? Ich weiß auch schon genau, wo es sich versteckt. Das Stück zum Stück. Luigi, da bist du ja. Toll, wie du dich immer so anschleichst. Wir haben nun beide Uhrzeiger, fehlt nur noch das Kurbelrad. Dann können wir endlich das Uhrturmtor reparieren. Das Finstermondstück ist laut Paraskop immer noch dort oben. Doch wir müssen uns sputen.
Ich registriere auch eine verstärkte Spukaktivität im Ostabschnitt des Ingenieurshofs. Sehr wahrscheinlich lagert das Kurbelrad irgendwo dort. Die Geister haben alle Türen verbarrikadiert. Aber keine Angst, Vic. Kriegen dich da schon hinein. Es gibt dort nämlich eine weitere Voxelstation. Dort werde ich dich hinschicken. Wer weiß, vielleicht platzt du ja an eine Geistergeburtstagsfeier oder so. Echt? Glauben Sie? Nee, so sieht das Kurbelrad aus. Schön die Augen da noch offen halten, ja? Ja, mach ich. Fertig, du Geisterschreck. Dann zum Angriff. Auf sie mit Geflüster. Aber Professor, jetzt haben wir gar nicht so viel über die Mission erfahren. Denn wie schon gesagt, klar ist, dass wir das Kurbelrad benötigen. Aber was ist noch so besonders an dieser Mission? Hätte er uns nicht noch ein bisschen mehr erzählen können? Oh, schaut. Oh. Wie sieht denn der aus? Warum hat er so Streifen? Oder sieht so mosaikmäßig aus? Hey, da ist das Kurbelrad gewesen. Okay. Lass den Aufzug. Finde den Geist mit dem Kurbelrad. Okay, hier waren wir noch nicht. Aber wir kennen den Raum. Schaut mal auf die Karte. Links davon ist dieser Lastenraum. Wie hieß denn der Raum noch gleich? Bist du da mit der Treppe eben? Toll. Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Ohne zu wissen, ob wir das später vielleicht benötigen. Da ist ein Juwel. Also das ist ein Spiegel. Aber da ist das Juwel. Ich kann es aber nicht einsaugen. Puh. Keine Ahnung, was hier zu tun ist. Gibt es auch gar nichts, was ich irgendwie nutzen könnte. Kann ich hier irgendwas sichtbar machen? Nee, gar nicht. Da ist noch ein Spinnnetz, das ich einsaugen kann. Aber nichts, was ich irgendwie sichtbar machen könnte, was irgendein Geist unsichtbar gemacht hat. Na gut. Erstmal weiter. Pendelhalle. Die sieht ja interessant aus. Und hier müsste sich irgendwo der Kurbelradgeist befinden. Zumindest der, der das Kurbelrad geklaut hat. Ui, 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 ui. Ob das so eine gute Idee war? Hallo? Da ist er ja. Haben wir dich? Luigi, schnell! Tu doch was! Luigi war einfach in Schockstarre und konnte nichts machen. Stattdessen hat er einfach nur geschaut, was der Geist jetzt als nächstes macht. Und was? Natürlich, er flieht. Wie sollte es anders sein? Wäre ich an der Stelle des Geistes, hätte ich das genauso gemacht. Denn die Geister wollen ja nicht, dass Luigi das Kurbelrad bekommt. Da ist er. Der ist gerade im Lager und unterhält sich mit dem grünen Geist. Aber worüber? Ah, suchen die ein Versteck? Die suchen ein Versteck für das Kurbelrad. Oh nein, 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 nein. Hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen. Und hat mit einem Backstein die Öffnung geschlossen. Sehr lustig. Gab es bisher auch noch nicht. Hallo? So was. Wir müssen in dieses Lager hineinkommen. Heureka! Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich hatte doch einen Toad-Assistenten in den Ingenieurshof geschickt. Er sollte die Kameralinsen polieren. Warte, vielleicht kann er dir helfen. Er scheint in die Gleichlaufkammer gelaufen zu sein. Ach, wie konnte ich den Kleinen nur vergessen? Es muss schlimm sein, für mich zu arbeiten. Ja, Professor. Das kann ich mir gut vorstellen. Er ist also in der sogenannten Gleichlaufkammer, was auch immer das zu bedeuten hat. Was bedeutet denn Gleichlauf? Es muss was irgendwie mit den Mechanismen hier zu tun haben. Also mit den ganzen Geräten, die hier mit Hilfe der Zahnräder auch am Laufen sind und funktionieren. Naja, wir werden sehen, wenn wir dann diesen Raum betreten haben. Okay. Was gibt es hier unten noch Schönes zu entdecken? Viel Sand. Schöner, weicher Sand. Da ist auch irgendwas, oder? Ja. Oh, ist es so eine Tür? Ey! Luigi, was machst du da? Du musst hier anstrahlen. Warum klappt das nicht? Ey, hält's auf. So, jetzt aber. Wow! Habt ihr gesehen, wie toll das jetzt war?
aber schön alle weggezappt. Mit unserer Taschenlampe. Kann Luigi hier springen, wenn er rennt? So ähnlich wie Link in Breath of the Wild. So von der Kiste zur anderen. Wir schauen mal. Los geht's! Nein, Luigi kann null springen. Luigi hat in Luigi's Mansion 1, 2 und 3 einfach das Springen verlernt. Warum auch immer. Na gut. Da kann er, glaube ich, von seinem Bruder Mario noch einiges lernen. Aber zumindest war da etwas Unsichtbares, sodass wir nun auf die andere Seite kommen. Und da ist ja noch eine geheimnisvolle Tür. Mal sehen, ob sich da am Ende ein Bonusraum befindet. Mit einem Juwel. Also Bonusraum war schon mal richtig. Juwel werden wir gleich sehen. Wenn ich schnell genug bin, alles einzusammeln. Na dann mal los, Luigi. Beeil dich aber. Mach so schnell du kannst, mach so schnell du kannst. Luigi, mach hinne. 5 Sekunden. Oh, aber gerade noch so. Das glaubt mir kein Mensch. Aber kein Mensch. So, komme ich da durch? Ja, geht. Okay, sag mir bitte, dass darin ein... Yes! Ein Juwel. Und damit haben wir auch schon das nächste. Cool. 3 fehlen noch, plus das eine. Aber das freut mich sehr. So, hier ist nichts mehr. Dann geht es hier raus. Und in den nächsten Raum. Toady, wir finden dich schon. Mach dir bitte keine Sorgen. Früher oder später werden wir dich schon irgendwie auffinden. So, Lastenaufzug. Uah! Was war das denn? Da ist irgendetwas hinabgestürzt. Aber wo und weshalb? Und wir verstehen nur Bahnhof. Hm. Ein sehr komischer Raum, findet ihr nicht auch? Naja, gut. Schauen wir uns einfach mal ein wenig um. Und gucken mal, was es hier in der Wartungshalle so zu entdecken gibt. Die scheint auch ein bisschen größer aufgebaut zu sein. Somit nicht so einfach zu verstehen. Könnte ein bisschen kompliziert sein. Okay. Wir schauen uns das Ganze einfach mal in Ruhe an. Und rätseln jetzt gemeinsam. So, perfekt. Fehlt hier ein Uhrzeiger oder ein Zahnrad? Irgendetwas wird hier fehlen, oder? Hm. Was ist hier drüben? Gar nichts, oder wie? Doch, da ist was. Da, eine Tür. Oh, oh, Wirrgeister. Schnell einsaugen, bevor sie verschwinden. Hab ich sie. Und somit erreiche ich die Tür. Und da geht's runter. Soll ich vielleicht runtergehen? Kann sein! Okay, ich komme da bestimmt auch gleich wieder hoch. Hier ist ein Zettel. Kann ich aber nicht lesen, kann ich nur einsaugen. Luigi kann hier, glaube ich, gar nichts lesen. Er muss einfach nur alles wegsaugen und wischen und sauber machen. Alles wegleuchten. So kommt er hier im Spiel voran. Und wir haben einen goldenen Knochen gefunden. Na super. So läuft das doch hervorragend. Okay. Aber meine Lieben, wie geht's hier weiter? Vielen Dank fürs Zusehen. Tippt gerne mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie der kleine Lego Mario Bowser Jr. verfolgen muss. Aber warum und weshalb? Das seht ihr dann im Video. Bleibt katztastisch.